Zu der Strategie gehört die Erkenntnis, dass autonom sein nicht unbedingt und notwendigerweise heißt, alles selbst machen, sondern dass gerade als kleine Einheit autonom sein sehr oft auch heißt, sich in Netzwerke einbringen, Kooperationen machen. Man muss nicht alles selbst machen, man muss nur die Entscheidungshoheit darüber haben, wo es hinzugehen hat. Und wenn ich so stark von Vernetzungen abhängig bin, dann muss ich genau wie jeder Unternehmer, der sich weiterentwickeln will, natürlich die Gesetzmäßigkeiten von Vernetzungen und von Netzwerkarbeit berücksichtigen. Da spielt ein Element eine ganz große Rolle, das ist das gut informiert sein, das genaue Kennen der Partner. Und dann spielt ein anderes Element eine ganz entscheidende Rolle, das ist das persönliche Vertrauen. Sie werden nur eine Kooperation hinkriegen, wenn Ihr Koalitionspartner persönlich zu Ihnen Vertrauen hat. Und deshalb ist es ein wichtiger Teil der allgemeinen Außenbeziehung der Gemeinschaft, solche Kontakte einzufädeln, aufzubauen und zu unterhalten. Das können wir natürlich nicht überall in der Welt, aber wir müssen uns klare Schwerpunkte setzen. Wir müssen auch wissen, dass jedes Mal dann, wenn wir Kontakte planen, wir die Dinge antreffen werden, die wir gesucht haben, im besten Fall. Aber sehr oft werden wir gerade die nicht so finden, wie wir meinten, dass wir sie finden würden. Wir werden dafür andere, gar nicht vorhergesehene Sachen erleben. Auch da könnte ich ein abendfolgendes Programm von Geschichten erzählen, was so alles bei diesen Kontakten möglich wird. Aber das ist ganz entscheidend, in einem klaren Ziel irgendwo hingehen, aber die Augen auch offen behalten für Sachen, die man so gar nicht erwartet hat. Und zu dieser Strategie gehören dann zwei Sachen, die man auch nicht voneinander dividieren kann. Und das ist ziemlich egal, wo das geschieht. Das eine ist, irgendwo hingehen, wo man glaubt, dass man sinnvoll etwas bewirken kann oder entdecken kann und Leute von anderswo nach hier bringen. Diese beiden Sachen hängen sehr eng zusammen. Deshalb ist für den Bericht, den wir machen, es genauso wichtig, über die Besuche in Paris oder in Berlin zu reden, als genau darzustellen, was denn die einzelnen Botschafter, die ja alle in großer Zahl hier hinkommen oder sonstige Persönlichkeiten, die uns besuchen, mit uns gesprochen haben. Und dann ist natürlich auch klar, dass für die DG in diesen Vernetzungen neben dem fundamentalen Eigeninteresse, was diese Kombination zwischen tiefer Verwurzelung und breiter Vernetzung ausmacht, ein zweiter Aspekt eine Rolle spielt, der auch wiederum für unsere Position in Belgien ganz wichtig ist, nämlich die Bindegliedfunktion. Wir machen Kontakte natürlich mal zuallererst für unsere eigenen Anliegen. Aber es ist natürlich evident, dass da, wo wir präsent sind, uns oft die Frage auch nach dem Rest Belgiens gestellt wird. Und so kann man schon sagen, wir sind in diesen Bereichen auch ein Tor für die anderen belgischen Partner, da wo wir sind. Und das gilt auch umgekehrt. Wenn wir irgendwo sind, gibt es viele Leute, die sich nicht nur für uns, sondern für den Rest Belgiens auch interessieren oder ein Interesse daran haben. Auch da können wir eine interessante Rolle spielen. Und das ist diese Bindegliedfunktion, die uns da in vielen Kontexten eine Bedeutung zukommen lässt, die wir so von uns aus alleine, auch unsere Größe in Sachen Territorium und Bevölkerung, wohl kaum hätten. Diese beiden Dinge gehören dann auch zusammen, sind aber getrennt zu bewerten. Wichtig ist, dass wir durch Kontakte unsere Qualität der Arbeit hier vor Ort verbessern können, aber wir können gleichzeitig auch die DG als Bindeglied positionieren und das ist keine unwichtig. Dann können wir natürlich, wie ich eben sagte, mit den sehr bescheidenen Mitteln, die wir einsetzen, also die Kosten, die wir in dieser Note haben, sind 0,02% des Haushaltes. Wenn man mal alle Posten nimmt, die da betroffen sind, wenn man alles mitberechnet, kommt man immer noch auf einen winzigen Teil unseres Haushaltes. All das können wir natürlich nur machen, wie wir Schwerpunkte setzen.